Hallo, hier ist die Tina von Tinas Welt. Ich möchte euch heute mal etwas zeigen, was mir sehr hilft, etwas Geld zu sparen und was ich finde, was auch ganz gut ist, damit man halt eben auch die Umwelt nicht so sehr belastet, indem man die leeren Stifte immer alle wieder wegschmeißt. Nämlich geht es heute darum, wie ich meine Stifte wieder nachfüllen kann, wenn die leer geworden sind. Das passiert ja, wenn man relativ viel zeichnet und Musterzeichnungen macht und so weiter, passiert das ja recht schnell, dass die leer werden. Und ich finde das halt eben immer sehr schade, dass man dann so einen Plastikstift einfach wieder wegschmeißen muss und sich neue kaufen muss. Das finde ich ist nicht gerade sehr umweltfreundlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ihr die Stifte nachfüllen könnt. Und zwar mache ich das hier in dem Video mit drei verschiedenen Stiften. Andere habe ich jetzt hier nicht zur Auswahl gerade. Da müsste man dann mal schauen, wie das bei denen funktioniert. Ich habe hier einen Staedtler Pigmentliner, bei dem funktioniert das. Ich habe einen Pigma Micron und ihr seht schon, der ist schon so alt und so viel benutzt, dass hier die Schrift abgegangen ist. Ich habe hier Faber-Castell-Stifte und ich habe hier drei Stück. Das sind die drei, die ich am meisten benutze, den F, den M und den S. Und die sind halt eben dementsprechend auch oft und schnell leer. Ja, ich habe noch eine Anmerkung dazu. Also es funktioniert mit diesen Stiften das Nachfüllen. Was man natürlich nicht hierdurch beeinflussen kann, ist die Spitze der Stifte. Hier die Spitze, die ist jetzt zum Beispiel noch relativ gut. Die schaut noch ein gutes Stück aus dem Metall heraus. Aber wenn man Stifte relativ häufig benutzt, dann kann es halt eben auch schon mal sein, wenn man ein bisschen schwerer aufdrückt oder so, dass die ein bisschen reingehen oder sich verbrauchen hier vorne. Also die Spitze, wenn man sich das mal anschaut, die ist nicht mehr so gut. Da werde ich mir über kurz oder lang einen neuen Stift tatsächlich kaufen müssen. Aber noch funktioniert er. Das ist halt eben, wenn man etwas fester aufdrückt oder so, dann kann es sein, dass sich die Spitze abnutzt oder weiter reindrückt. Und das ist was, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, wie man das wieder reparieren kann. Ich zeige euch gleich bei dem Pigma Micron zum Beispiel. Da könnte man meinen, es geht, es funktioniert aber nicht. Also bei dem Pigma Micron ist es so, dass man hier an die Spitze des Stiftes muss. Entschuldigung, wenn ich gerade aus dem Bild war. Ich muss mich gerade ein bisschen dran gewöhnen, weil die Kamera hier eine andere Einstellung gerade hat. Und dann bin ich schnell aus dem Bild heraus. Hier muss man also an die Spitze dran. Ich habe hier so eine kleine Zange. Ich benutze hier nur den vorderen Teil, wo das Geriffelte ist. Und damit fasse ich jetzt hier die Spitze an. Muss natürlich ein bisschen feste drücken und schiebe das jetzt vorsichtig mit meinen Fingern raus. Dann seht ihr schon, das kommt hier raus. Und jetzt hat man hier so eine Spitze dran. Jetzt könnte man denken, okay, schiebt man die einfach weiter durch. Aber die scheint verklebt zu sein, weil das funktioniert nicht. Das habe ich schon mal ausprobiert. Nichtsdestotrotz hat man jetzt hier einen offenen Stift. Ich weiß nicht, sieht man das so? Da ist ein Loch drin sozusagen. Mal mein Schmiertaschentuch hier. Gebt mir ein Tintenfässchen und ich mache euch alles dreckig. So, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Da ist halt eben jetzt so ein Loch drin, wo das drin steckte. Und da kann man jetzt Tusche reinfüllen. Ich habe mir dazu Zeichentusche von Faber-Castell geholt. Das ist auch die Tusche, die man benutzt, um die technischen Zeichenstifte von Faber-Castell nachzufüllen, die es da gibt. Und das ist auch eine wasserfeste Tusche. Das ist halt wichtig, dass die wasserfest ist. Und ich wollte da jetzt nicht irgendeine andere holen, weil ich mir halt eben bei den wasserfesten Tuschen nicht ganz sicher bin, welche sich auch mit den Stiften verträgt. Und da ich hier halt eben weiß, dass die benutzt wird, um andere ähnliche technische Zeichenstifte zu füllen, habe ich gedacht, die funktioniert ganz gut. Und das ist auch so. Das kleine Fläschchen hier benutze ich jetzt schon seit mehreren Monaten, also es lohnt sich tatsächlich. Preis habe ich im Moment nicht im Kopf, werde ich aber auf meinem Blog dann verlinken, dass ihr dann auch seht, was das kostet. Es ist auf jeden Fall viel günstiger, die Stifte hier mit diesem Fläschchen nachzufüllen, als immer wieder neue Stifte zu kaufen.
Ja, was ganz nett ist auch an hier an diesen Fläschchen, ist einfach, dass der direkt hier so eine Spitze dran hat. Die ist sehr fein. Das sieht man hier, ne? Und jetzt brauche ich einfach nur hier einige Tropfen einfüllen. Also ich gehe halt eben da dran und drücke ein bisschen und dann, ich versuche das mal ein bisschen zu drehen, dass man das vielleicht besser sieht. So. Sieht man nicht so ganz so gut, ne? Aber okay, letztendlich halt eben, wenn du ganz vorsichtig drückst, kommt ein Tropfen raus und den versuche ich dann halt eben hier reinzumachen und dann geht das auch eigentlich ganz gut. Jetzt das Ding ist ziemlich lang und da passt viel Tusche rein. Da muss man jetzt fast das ganze Fläschchen reinfüllen. Nein, nein, bitte nicht. Guckt so, dass ihr ja 4, 5 Tropfen reinmacht, mehr nicht. Das reicht vollkommen, weil es kann auch sein, dass euch das Ding hier überläuft. Und dann, wenn ihr das dann wieder draufgedrückt habt und den Stift auf Seite legt und das nächste Mal nehmt, dann habt ihr nachher beim Aufmachen halt eine schöne Sauer, womöglich noch das Blatt, wo ihr gerade drauf zeichnet, versaut. Also da wirklich nicht zu viel reintun. Das kann auch wieder überlaufen. Ja, und jetzt nimmt man dann einfach wieder diese Spitze, tut die vorsichtig wieder möglichst mittig hier reinstecken. So, und dann nehme ich nochmal die Zange und drücke das jetzt nochmal nach, bis es wirklich wieder ganz ran ist, dass hier jetzt keine Spalte zwischen ist, zwischen dem Metall und dem Plastik. Und das war es auch schon. Jetzt ist der Stift wieder nachgefüllt. Wenn er richtig leer war, dann solltet ihr ihn ein bisschen liegen lassen, dass halt eben die Spitze auch wieder sich vollsaugen kann mit der Tinte und dann könnt ihr wieder schreiben. Bei dem Staedtler Pigmentliner ist das genauso. Das funktioniert auch hier vorne mit der Spitze. Ihr seht auch, die ist schon sehr ähnlich. Ich stelle das hier mal auf Seite, weil ich habe da echt ein Händchen für Sachen umzustoßen. Und gerade bei der wasserfesten Tusche ist es halt so, dass man da echt aufpassen sollte. Und wie ihr seht, ich nehme auch hier eine Unterlage. Also das ist hier eine Rückseite von einem Block oder ich nehme eine Zeitung dafür, weil das sind echt Flecken. Wenn man die nicht direkt wieder wegmacht, die können doch schon dauerhafte Flecken auslösen. Also hier genauso wieder vorne die Spitze nehmen, rausziehen und dann habt ihr hier wieder das gleiche Loch und könnt das da reinfüllen. So. Natürlich sollte man vorsichtig sein beim Rausziehen, dass man das nicht so biegt, wie ich das gerade gemacht habe, aber wenn das nur einmal passiert, ist das nicht so schlimm. Ja, und bei den Faber-Castells ist es etwas anders. Wenn ihr mal schaut, die haben eine andere Spitze. Das heißt, hier funktioniert das nicht einfach so mit dem vorne rausziehen. Dafür kann ich hier den hinteren Teil am Stift herausziehen. Hier sieht man es auch schon ein bisschen, dass ich das öfter mal gemacht habe. Das ist ein bisschen eingedrückt. Aber auch hier halt eben das hintere Teil zwischen die Zange nehmen. Ich mache das immer so, dass ich das erstmal ganz vorsichtig mache und praktisch die Zähne so ineinander greifen lasse, dass ich mir möglichst nicht allzu viel hinten von dem Stift kaputt mache. Und jetzt auch hier vorsichtig dran und ziehen. Bei denen geht es tatsächlich ein bisschen schwerer. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen drehen. Und dann kommt das langsam raus und dann hat man hier den hinteren Teil herausgezogen. Und auch hier ist jetzt einfach klar, jetzt hast du hier ein großes Loch. Wenn man da jetzt reinleuchten würde, würde man auch so ein bisschen die Stange sehen, die da drin ist. Also es ist so eine, ja, was ist das? Sieht ein bisschen, glaube ich, wie Schaumstoff. Es ist aber wahrscheinlich natürlich nicht und halt eben in einer runden Form. Und auch hier kannst du jetzt halt eben natürlich viel einfacher, weil die Öffnung viel größer ist, die einzelnen Tropfen reinfüllen und dann geht's weiter. Und dann halt eben das Ding wieder hier drauf und kräftig zudrücken, dass das auch hier wieder ganz drinne sitzt, genau wie bei den anderen Stiften. Und dann ist auch dieser Stift nachgefüllt. Aber wie gesagt, wenn die richtig leer sind, dass sie halt eben schon nur noch ganz wenig gezeichnet haben, dann lass sie am besten ein bisschen liegen, damit die Tusche sich wieder vollsaugen kann, vorne die Spitze mit der Tusche. Und dann anzeichnen auf einem Schmierblatt und dann ist der Stift wieder einwandfrei benutzbar. Ja, wie gesagt, ich mache das schon seit ein paar Monaten.
wenn nicht sogar jetzt mittlerweile über ein Jahr. Ich glaube, das ist schon wirklich lange her, das Ding hier. Weil man sieht es von außen leider nicht, wie viel noch drin ist, aber wenn ich mal so von dem Schüttelgefühl her gehe, wird es noch mehr als halb voll sein. Gerade weil man ja immer nur ein paar Tropfen braucht, hält das echt lange. Das sind zwar nur 23 Milliliter, das hört sich total wenig an, habe ich anfangs gedacht und war auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ganz günstig ist das für so ein kleines Fläschchen jetzt hier nicht der Preis gewesen, aber wenn ich das mal umrechne, wie lange ich das jetzt schon benutze, also da hätte ich schon keine Ahnung, wie oft fach das mehrfache ausgegeben, wenn ich immer neue Stifte gekauft hätte. Ja, und wie gesagt, wenn eher die Spitze halt eben schon ziemlich weg ist, dann führt leider kein Weg dran vorbei, sich tatsächlich einen neuen Stift zu kaufen. Aber wenn es nur darum geht, dass die Tusche nicht mehr genug Tusche drin ist, dann ist das ein schöner Weg, ein bisschen umweltfreundlicher zu sein und auch ein bisschen Geld zu sparen und das so wieder frisch zu machen alles. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Tipp helfen und freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du vielleicht einen Daumen hoch da lässt. Wenn du regelmäßig Videos von mir sehen willst, dann wäre schön, wenn du meinen Kanal hast. Dann wirst du in etwas größeren Abständen, ich mache nicht so häufig Videos, aber wirst du halt eben immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!